Hallo ihr Lieben, es gibt ein wunderbares Interview. Die Dami Scharf hat mich befragt zur traumasensiblen Paartherapie für ihren Online-Kongress. Der Online-Kongress heißt Trauma und Beziehung 2021 und im Rahmen dieses Online-Kongresses hat sie dann dieses Interview von mir genutzt und es ist so, so schön geworden, weil die Dami Scharf so eine wunderbare, liebevolle und einfühlsame Art hat zu fragen. Deswegen habe ich gedacht, ich frage sie mal, ob ich dieses Interview auch auf meinem YouTube-Kanal zeigen darf und sie hat es mir erlaubt. Und wenn ihr Interesse habt an dem Online-Kurs, den kann man immer noch kaufen und den kann man immer noch anschauen. Oder wenn ihr euch für die Arbeit von der Dami Scharf interessiert, dann schaut bitte hier unten im Kanal. Da habe ich das verlinkt, da habe ich den Link reingetan, da könnt ihr euch informieren. Also ich wünsche euch viel Spaß bei der Erklärung des Ansatzes der traumasensiblen Paartherapie im Gespräch mit Dami Scharf. Danke Dami, es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute bei Katharina Klees bin, bei Frau Doktor, sagt man den Professor eigentlich dann auch? PD ist das. PD Katharina Klees. Ja, ich freue mich, dass ich hier bin in Neustadt an der Weinstraße. Ich bin zu viel gefahren die letzten Tage. Und ja, vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen. Ja, du hast mich ja schon vorgestellt. Also ich heiße Katharina Klees. Und ja, ich bin Traumatherapeutin, Paartherapeutin, bilde Paartherapeuten in der traumasensiblen Paartherapie aus und wir machen auch traumasensible Sexualtherapie. Was gibt es noch über mich zu sagen? Ich bin verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder und 2 Hunde. Okay, die Hundehaare. Die Hundehaare, genau. Ja, wunderbar. Und wir sitzen hier. Und 2 Enkelkinder. Und 2 Enkelkinder, okay. Genau. Ja, und wir sitzen hier in einem wunderschönen Haus, die Stiftung, die Heron-Stiftung. Mm. Sehr toll. Und vielleicht magst du auch dazu 2 Sätze zur Heron-Stiftung sagen. Ja, die Heron-Stiftung haben wir jetzt genau, also am 14.12. vor einem Jahr gegründet. Und das ist eine Stiftung, die Menschen, die traumatisiert wurden in der Kindheit, speziell Entwicklungstrauma, die große Probleme haben mit ihrer, Partnerschaft. Also die Menschen, die jetzt eigentlich aufgrund des Traumas Schwierigkeiten haben, Partnerschaft zu leben. Und das haben wir mit mehreren Leuten, auch mit mehreren Therapeuten gemeinsam gegründet, auch mit dem Team, mit dem ich zusammenarbeite. Und da haben wir viel Geld gesammelt und gesagt, da wollen wir dann ein Haus, ein Seminarhaus haben und ein Therapiehaus auch letztendlich, damit die Menschen hier herkommen können und lernen und arbeiten und Traumatherapie und Paartherapie machen können. Ja, super Idee, finde ich eine ganz tolle Idee und auch wirklich ein tolles Haus, ganz schön. Ganz frisch. Ja, ich frage immer am Anfang, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Also du hast ja dann irgendwann, also du hast dich mit Trauma offensichtlich beschäftigt, aber auch mit eben Paartherapie und hast das Ganze irgendwann zusammengebracht. Und eben beim Frühstück habe ich schon mal gehört, dass du eigentlich sehr, sehr, sehr früh mit dem Thema Trauma angefangen hast. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen erzählen, wie deine Geschichte war, wie du das zusammengebracht hast. Ja, warum ich jetzt, ich habe mit 14 Jahren Freud gelesen, aber warum ich das gemacht habe, kann ich dir nicht sagen. Mit 14 Freud, die 3 Abhandlungen zur Sexualtheorie, das Buch habe ich gelesen. Okay, alles klar. Und ich habe es sogar verstanden. Ne? Echt? Da fragt man sich, woher nimmt man das her, ne, in dem Alter? Ja. Und dann habe ich mich mit Hypnose sehr intensiv auseinandergesetzt. Gut, es hatte vielleicht damit zu tun, dass ich als Kind, meine Mutter hat mich immer rausgeschmissen. Ich habe immer viel auf der Straße leben müssen. Okay. Ne? Und das war im Winter dann arg kalt. Und dann hat irgendwann die Stadtbibliothek eröffnet. Und dann habe ich viel gelesen. Dann habe ich also Kinderliteratur, Jugendliteratur und dann kam ich zur Erwachsenenliteratur, habe ich alle Romane gelesen, die es gab. Und dann waren nur noch die Sachbücher übrig. Okay. Und dann habe ich Freud gefunden. Ne? Okay. Ich habe mich erst mit den Sklavendings da auseinandergesetzt. Das fand ich damals spannend. Und dann bin ich irgendwann in der Psychologieabteilung hängen geblieben und dann habe ich mich mit Freud auseinandergesetzt. Okay. Das war sehr interessant. Und da, der Freud hat ja damals schon bei diesem Janet gearbeitet, in dieser Klinik, ne, wo diese ganzen traumatisierten Kinder behandelt wurden. Und da bin ich zum allerersten Mal in Kontakt gekommen mit dem Thema Trauma. Mhm. Der hat das da nicht so genannt, das ist schon so. Ich weiß nicht, wie er es genannt hat. Grausamkeiten. Der Rogers hat ja letztendlich auch in so einer Kinderklinik gearbeitet zuerst. Ne? Das war die
Klinik zur Behandlung von Grausamkeiten im Kindesalter oder sowas in der Art. Und der Freud hat Was ja irgendwie auch ein sehr treffender Begriff ist. Ja, ja, ja. Ne? Cruelty of Childhood oder sowas hieß das damals. Und der Freud hatte ja mit dem Janet diese Hysterieforschung begonnen und hat dann nachher durch seine Arbeit erfahren, weil er den Frauen dann zugehört hat, dass die alle sexuell missbraucht worden waren. Und hat ja dann seinen ersten Aufsatz darüber geschrieben. Und das fand ich damals faszinierend und ist ja dann aus dieser psychoanalytischen Vereinigung rausgeflogen. Und dann habe ich in meiner Diplomarbeit, das war ja dann viel später, da war ich ja dann schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, 85 habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Und da habe ich mich ganz intensiv fürs Thema Partnerschaft interessiert, Paare. Das fand ich damals, eigentlich fand ich das schon von Beginn meines Studiums an faszinierend, die Arbeit mit Paaren. Das war schon, ich war ja damals extrem schüchtern. Und da habe ich dann mein erstes Referat, mein allererstes Referat über Partnerschaft. Da war ich so vertieft in das, was ich versucht hatte zu erzählen. Auf einmal haben die alle geklatscht. Da habe ich, oh, was ist das denn jetzt? Das fand ich ganz komisch. Okay. Und dann, ich weiß nicht, ich kann dir nicht wirklich sagen, warum habe ich mich, von Anfang an für das Thema Trauma und Partnerschaft interessiert. Und durch diese Diplomarbeit kam dann raus, dass diese befragten Paare, deren Eltern waren im Krieg gewesen. Und die haben ganz schreckliche Sachen erzählt. Ne? Der Vater hat auf die Mutter geschossen. Der andere Vater hatte sich erhängt. Ach, ganz, ganz furchtbare Sachen, die da passiert waren in den Familien. Und meine beiden Doktormütter haben dann gemeint, sowas könnte gar nicht sein, weil die Deutschen wären ja als Besiegte in die Familien zurückgekehrt und dann hätte es danach eine egalitäre Arbeitsteilung gegeben in den Familien. Aber die haben ihre Kinder verprügelt und sexuell missbraucht und ihre Frauen bedroht und vergewaltigt, diese Männer, also die Väter von diesen Befragten. Also da kann das nicht so ganz gestimmt haben. Ne? Und dann habe ich, weil das so spannend war, habe ich mich damals entschieden, ich habe dann ein Diplom mit einem tollen Notendurchschnitt gehabt und habe aufgrund dessen ein Stipendium bekommen, um zu promovieren. Ne? Ich hatte damals schon drei Kinder und dann habe ich, zwei hatte ich damals. Und während ich mein drittes Kind bekam, habe ich dann entschieden, ich möchte darüber, habe ich habilitiert, egal. Da habe ich auf dem Stipendium dann Paare befragt, auch wieder über diese, ich bringe jetzt meine eigene Biografie durch. Ist völlig schon gut. So lange ist nicht her, so, alles, nicht, weißt ja, du? Ist nicht gar nicht so spannend, ist so interessant, sondern wie die Reihenfolge ist, sondern einfach, wie du die Geschmacksrichtung bekommen hast, über das zusammenzubekommen. Über die Interviews mit den Paaren. Ne? Die haben dann von diesen ganzen Kriegserfahrungen erlebt und das hat mich dann auf das Thema Trauma gebracht. Weil ich habe ja damals nicht promoviert, um über das Thema Trauma zu arbeiten, sondern das kam mehr oder weniger bei raus. Und als ich dann habilitiert habe, habe ich gesagt, ich möchte schon ganz klar über das Thema sexueller Missbrauch habilitieren. Und damals war es so gut wie unmöglich, Wissenschaft und Trauma miteinander zu verbinden. Das gab es damals gar nicht. Das heißt, ich bin dann in ganz Deutschland rum und habe gehofft, dass ich jemanden finde, wo ich dann habilitieren kann über das Thema. Okay. Damals gab es den Tilman Firnis an der Universität Münster. Das war der einzige, der wissenschaftlich über das Thema Trauma gearbeitet hatte. Ne? Ja, Wahnsinn. Immerhin die Zeiten haben sich geändert. Gab es noch so gut wie gar nichts. Und als ich dann angefangen habe, weil als Wissenschaftlerin muss man halt sehr, sehr viel schreiben. Ne? Das gehört einfach dazu, sonst kann man nicht landen. Oder hätte ich nie eine Professur bekommen. Habe ich ja auch nie. Egal. Und dann habe ich wirklich viel geschrieben, aber meine Sachen sind nie angekommen, weil das Thema Trauma einfach noch nicht bekannt war. Das ging ja eigentlich erst los mit dieser Welle, Michaela Huber und Peter Levine auch. Ja, der kam ja viel später. Also dann kamen ja viel diese ganzen Bücher raus über Traumaforschung und über den Bessel van der Kolk und so. Das war ja einer der ersten, der überhaupt was dazu gemacht hatte. Und dann gab es auf einmal so eine Welle. Ne? Und auf dieser Welle habe ich gedacht, so jetzt hoffe ich doch, dass ich endlich mal mit meinen Themen auch an die Öffentlichkeit gehen kann. Ja, aber das war, ich habe immer mit dem, du hast ja gefragt, wann das eigentlich losgegangen ist. Ich habe immer mit dem Thema gearbeitet, immer. Ich habe schon damals meine Therapieausbildung mit der Idee gemacht, dann während der Habilitation, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne mit traumatisierten Menschen arbeiten und meine
Trainer, diese Ausbilder haben dann immer gesagt, das ist doch so kein unwichtiges Thema. Damals hat es auch die Deutsche Gesellschaft für Psychotraumatologie noch gar nicht gegeben. Die ist ja dann erst viel später gekommen. Oder auch, ich habe ja schon längst Ausbildungen für Traumapädagogik gemacht, bevor es überhaupt den Fachverband für Traumapädagogik gegeben hatte. Also ich war immer so ein bisschen früher und war dann immer froh, dass sich dann endlich gesellschaftlich, also verbandmäßig was tat. Ja. Und was ist denn dein Gedanken über Trauma? Also wieso glaubst du, dass das so viele Paare zum Beispiel einfach betrifft? Also, weil viele denken ja gar nicht, die sagen, ich bin nicht missbraucht worden, ich bin nicht totgeprügelt worden, also bin ich gar nicht betroffen. So. Und ich denke, wir wissen beide, es stimmt so nicht. Ja. So. Aber wie siehst du das denn? Was ist denn das, was uns beeinflusst, wenn wir in eine Paarbeziehung gehen? Also, guck mal, ich habe ja angefangen, in meiner Diplomarbeit habe ich Paare befragt über deren Partnerschaft. Mhm. Und die hatten dann Eltern, die im Krieg waren, Kinder. Die haben erlebt, wie die Städte ausgebombt wurden. Die haben erlebt, wie sie die Hand des Onkels halten und auf einmal war nur noch die Hand da, aber der Onkel weg. Ne? Also da musst du nicht unbedingt geschlagen werden. Das ist traumatisierend genug, ne, solche Sachen erlebt zu haben. Und die sind dann mit den hochgradig traumatisierten Eltern, sind die dann herangewachsen. Die hatten ja alle eine posttraumatische, also fast alle eine posttraumatische Belastungsstörung, diese Eltern. Die haben getrunken, die haben natürlich auch ihre Kinder geschlagen. Ne? Aber die Kinder haben ja vor allen Dingen miterlebt, was es mit den Eltern macht. Ne? Da hat ein Mädel mit 8 Jahren ihren Vater an den Beinen nach oben gehoben, damit der sich bloß nicht... damit die Schlinge im Hals den Vater nicht tötet. Ne? So Sachen haben die mir ja dann erzählt. Ne? Und das heißt, ich bin eigentlich von der Diplomarbeit an damit konfrontiert worden, welche Auswirkungen die Kriegstraumatisierung der Eltern, welche Auswirkungen das eigentlich auf die Partnerschaft hat. Weil die hatten alle extreme, extreme Partnerschaftsprobleme. Welche denn? Was sind die konkreten Auswirkungen, mit denen du meistens zu tun hast? Damals oder in der heute, Arbeit? Auch heute. Heute. Die streiten extrem viel, also sie haben extrem viel Streit oder sie reden überhaupt nicht über ihre Themen oder sind total eisig, also die gehen sich aus dem Wege. Ja, das sind eigentlich so die Hauptthemen. Also entweder ist das der Briesch hat mal den Begriff, ich war ja auf diesem Kongress, hat er gesagt, das sind eigentlich Minenfeldpaare. Ist doch passend, ne? Ja, das ist wie, als würden die um diese Minenfelder herum oder sich jeder auf seiner Seite, weil keiner wagt, dieses Minenfeld zu überqueren. Die reden dann gar nicht miteinander, aber das Kriegsbeispiel ist ja auch nah dran, ne? Oder sie führen eben Krieg über das Streiten miteinander als Paar. Und die Hintergründe sind dann nicht immer nur, dass sie missbraucht wurden oder geschlagen wurden, sondern die sind als Babys schreien gelassen worden. Die Johanna-Hara-Erziehung wissen wir ja alle Bescheid, ne? Dass die alle schon als ganz kleine Babys komplett alleine gelassen wurden mit ihren Gefühlen. Ne? 4 Stunden schreien für ein Baby ist eine lange Zeit. Ne? Und die sind dann vereinsamt, die sind haben extreme Symptome, die haben Depressionen, also das ist die ganze Bandbreite von Traumafolgesymptomen. Ich habe ja dann mal, was ist eigentlich eine Traumafolgestörung? Da habe ich mich natürlich intensiv mit auseinandergesetzt. Und diese ganze Traumafolgestörung, wenn du das mal liest, das sind genau die Symptome, die die Paare haben. Antisoziales Verhalten, Impulsdurchbrüche und sexuelle Probleme und psychosomatische Themen und all das. Ne? Da kommen dann die Paare und die Paare kommen ja oft, jetzt mittlerweile kommen sie wegen des Traumas, weil sie wissen, dass ich das mache. Aber als ich das früher noch nicht gemacht hatte, kamen sie und sind dann immer, mehr oder weniger hatten die ein Aha-Erlebnis, was die so halbert so Tobsuchtsanfälle hat kriegen lassen, ne? In der Therapie. Also die sind wirklich, haben mit den Beinen auf den Boden gestampft und also diese Verbindung oder zitternd aus dem Raum, weil plötzlich war klar, dass es eigentlich ein Trauma ist, warum sie solche Probleme haben als Paar miteinander. Also wir haben das dann in der Therapie aufgedeckt, das Trauma. Und ich habe das nicht gesucht, ne, sondern das kam einfach. Du brauchst ja nur mal nach der Biografie von den Eltern zu fragen. Gestern haben wir wieder in der Gruppe eine Frau gehabt, die Eltern, Großeltern im Krieg und schrecklich. Viele Vergewaltigungen in der Familie und all das. Und das heißt aber, dass sie Paare quasi irgendwann ihnen klar wird, das, was wir hier miteinander zelebrieren,
ist offensichtlich nicht ganz so normal oder dass irgendwas ist hier im Hintergrund im Busch. Und wie arbeitest du mit denen? Was bietest du denen an? Ich habe ja, schau, dazu muss man noch eins wissen. Ich habe ja jahrelang nicht gewusst, wie gehe ich jetzt meine berufliche Arbeit an. Das heißt, ich war immer auf der einen Seite Wissenschaftlerin und auf der anderen Seite habe ich eine Therapiepraxis gehabt. Ne? Und dann bin ich durch Zufall, wir wissen, was wir immer von Zufällen halten, ich war am Odenwald-Institut Dozentin und die wollten unbedingt, dass ich mit traumatisierten Kindern was anbiete. Und da ich überhaupt mal die Chance hatte, was für Trauma in der Weiterbildung anzubieten, weil das ging damals nicht. Du konntest nichts, das hat ja keinen interessiert. Ne? Ja, Wahnsinn, verrückt. So ist es. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich wenigstens Trauma und Kinder und habe dann die ganze Traumapädagogik, ja, da gab es noch nicht. Ne? Mhm. Also ich habe angefangen, bevor es die offizielle Traumapädagogik gab und habe dann natürlich die ersten Leute, die dann diese Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel die Dorothea Weinberg, ne? Die hat das mit diesen, diese Bildchen malen von der strukturierten Traumaintervention. Da bin ich dann damals drauf gestoßen und habe das dann, die Dinge, die ich dann in der Traumapädagogik, das habe ich 10 Jahre oder noch länger gemacht, ich war ja auch mal Jugendamtsleiterin, das war Jugendhilfe, ne? Das war so ein wichtiges Thema, da konnte man irgendwie landen. Ich habe halt immer das gemacht, wo ich landen konnte. Ne? Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist es mir egal, jetzt bringe ich mal diese traumapädagogischen Tools für Kinder, bringe ich jetzt mal an die Paare, weil Paartherapeutin war ich ja, seitdem ich 23 bin, arbeite ich ja mit Paaren und habe das dann in die Paararbeit reingebracht und das war der absolute Durchbruch. Okay. Also die Paare haben dann mit diesem Malen von diesen kleinen Bildern, von diesen 7, also eine ganz schreckliche Szene aus der Kindheit oder ich sage immer eine emotional bedeutsame Situation aus der Kindheit, haben die dann in diesen 7 Bildern mit so kleinen Strichmännchen gemalt. Und die 7 Bilder, das kennt bestimmt nicht jeder, ist ein Ablauf da? Ja, oder? Wie so eine Pyramide sind die angeordnet. Okay. Hier war es noch gut, da oben war das Entscheidende oder Schlimmste und hier war es wieder gut. Das haben natürlich auch nicht alle, ne? Viele haben ja nie gut. Und das andere, ich war ja immer Therapie und immer was anderes. Da war ich dann Jugendamtsleiterin und da habe ich dann die Balance Scorecard zum Führen von großen Unternehmen kennengelernt und aus dieser Balance Scorecard mit den 4 Anteilen, ne, so Kunden. Immer erklären dem Publikum. Also oben, du arbeitest mit Kunden, du hast Finanzen, du hast Controlling, also wo stehen wir gerade, du brauchst deine Finanzen und die Potenziale. Die Potenziale sind meistens die Mitarbeiter dann. Ne? Und dann habe ich gedacht, wenn du damit ein großes Unternehmen führen kannst, müsste man rein theoretisch ja auch einen Menschen führen können, Selbstführung. Okay. Und dann habe ich damals angefangen, aus dem ein Buch zu schreiben. Und dieses Buch ist eigentlich der Beginn dessen, was ich heute tue. Okay. Das heißt, ich habe letztendlich dieses Heron-Konzept, nenne ich es mittlerweile, so heißt ja auch unsere Stiftung, habe ich damals erfunden. Das heißt, ich habe aus den 4 inneren Anteilen ein Führungsinstrument entwickelt für mich und mein eigenes Leben. Okay. Und als ich dann angefangen habe, in der Fallarbeit mit traumatisierten Kindern das einzusetzen, ich habe mich so geschämt am Anfang. Ne? Ich habe, oh Gott, das kannst du doch nicht machen. Ne? Und dann kam raus, dass wir über diese 4 inneren Anteile auf einfach das... Einfach auch erklären, was sind die 4 inneren Anteile? Die 4 inneren Anteile. Und zwar, ich habe gesagt, Kunden, ne? Von der Balance Scorecard sind unsere Beziehungen. Ne? Welche Beziehungen haben wir zu Menschen? Aber diese Beziehungen gestalten wir so, dass wir nach außen hin so tun, als ob wir wären. Und gerade traumatisierte Menschen tun ja gerne so, ob als sie wären. Weil das Reale will ja keiner wissen. Ne? Ich konnte ja auch nicht durch die Welt laufen und sagen, Leute, ich habe mein Trauma hier. Ne? Also ich habe ja immer so getan, als wäre ich normal. Musste ich, ging ja gar nicht anders. Tun wir das nicht alle. Ja, eben, tun wir das nicht alle. Ne? Ja. Das machen alle. Und dann haben wir alle eine Stimme in uns, die immer wieder sagt, das musst du machen und das darfst du nicht. Und wehe, du sagst was und das muss unser Geheimnis bleiben. Und da, wenn du was sagst, dann bringe ich dich um oder dann bringt sich die Mama um oder sonst irgendwas. Ne? Und dann haben wir immer Anteile, die wir wegsperren, die nicht sein dürfen. Ne? Das habe ich ja auch in meiner eigenen Therapie habe ich für mich die Arbeit mit den Anteilen, mit den inneren Anteilen, also die Schematherapie, ne? Nennt man heute Schematherapie, Ego-State-Therapie,
habe ich in meinem allerersten Buch, was ja unter einem Pseudonym erschienen ist, habe ich das schon für mich alleine erfunden. Mhm. Das heißt, das war meine Möglichkeit, Trauma zu verarbeiten. Und meine Therapeutin ist das alles mitgegangen. Okay. Ne, die hat mich ein bisschen, ja, die hat das einfach gestattet, dass ich das machen darf. Und so habe ich für mich die Arbeit mit den inneren Anteilen erfunden. Und das habe ich nachher in die vier an. Weil ich habe gemerkt, dass die alle Anteile... Also das Beziehung, ich frage nochmal nach Beziehung als Anteil, den inneren Kritiker. Oder der innere Kritiker, das Eingesperrte, das was du Eingesperrte nicht mehr zeigst. Und Nummer vier? Und der Schatten, der immer wieder rauskommt. Das ist das Symptom. Okay. Ne? Aber das ist eigentlich auch erst später, habe ich das in die Balance Scorecard reingefügt, weil ich habe ja mit allen Anteilen gearbeitet. Das heißt, ich habe die Leute lauter Kissen auf den Boden legen lassen. Und dann hat jeder einzelne Anteil gesprochen und dann habe ich festgestellt, die kannst du alle in vier Anteile ordnen. Mhm. Also jede Anteile, die ein Mensch in sich hat, kannst du in vier Anteile ordnen. Mhm. Und da war natürlich die Balance Scorecard Vorbild für mich. Und dann daraufhin habe ich dann das Buch geschrieben, Stern und hinterm Horizont. Mhm. Ja, das war ein Zitat von Bloch. Ich habe damals am Bloch-Institut gearbeitet. Das Zitat fand ich sehr passend, weil eigentlich brauchst du nur die Welt drehen und schon hast du die, ne, du musst nur ein Stück die Welt drehen und schon hast du alles gefunden, was du brauchst im Leben. So war das für mich damals. Mhm. Und das Buch Stern unterm Horizont sollte eigentlich beim Belz Verlag erscheinen und die haben dann damals gesagt, das passt nicht ins Sortiment. Trauma gar nicht. Ich weiß gar nicht, wann das war. Das ist schon lange her. 2000. Mhm. 2000. Und ja, dann habe ich das mit den Fällen gemacht, in der sozialen Arbeit, in der Sozialpädagogik, in der Jugendhilfe. Und wir haben dann plötzlich die traumatisierten Kinder ganz anders behandeln können. Ich habe ja jahrelang mit den freien Trägern der Jugendhilfe gearbeitet, um traumatisierten Kindern zu helfen. Und das ging plötzlich viel besser, viel besser. Und dann habe ich mich gewagt, das in der Arbeit mit Paaren einzusetzen und habe dann gemerkt, dass die vier inneren Anteile an den Schattenanteilen den Streit erzeugen. Mhm. Dann habe ich irgendwann, dann habe ich Weiterbildung gemacht und in dieser Weiterbildung habe ich dann das Traumahauskonzept auf einmal meditiert, auf einmal war das da. Ne? Da waren meine beiden, mit denen ich heute die Stiftung gegründet habe, waren dabei. Ne? Die beiden, die da hinten sitzen. Die waren dabei, die waren also dabei, als das Traumahaus entstand. Und das Traumahaus ist? Das Traumahaus ist eigentlich eine Erklärung, wie Paartherapie funktioniert, was Beziehung schwierig macht, wie das Gehirn funktioniert. Unten im Keller ist das Trauma, das ist das Reptiliengehirn, da sitzen die Drachen drinnen als Symbol fürs Trauma. Mhm. In der Etage, die wir ja eigentlich nur sehen, weil die Drachen wollen wir ja nicht wahrhaben. Mhm. Ne? Wirklich kein Trauma. Ich sage immer, das ist der Fuß, den wir auf der Kellertür haben, deswegen können wir uns nicht viel bewegen. Genau, genau. Und oben sind dann die Kinderzimmer, also da ist das Trauma, hat das ja stattgefunden, aber da gehen die Leute ignorierend vorbei an ihrem Kinderzimmer nach oben. In den Alltagsraum und dort wird geschritten, weil ja von unten die ganzen Energien immer raus wollen. Okay. Ne? Mhm. Das soll ja nicht. Und dann bin ja nicht ich diejenige, die den Fuß drauf hat, sondern du hast den Fuß auf meinem Herzen. Ne? Mhm. Und dann gibt es die Fluchttreppe, das heißt, da wird dann fremdgegangen oder zu viel gearbeitet oder die Kinder werden von oben bis unten betreut oder verhätschelt, dass die Frau bloß nicht spürt, was sie eigentlich hat. Mhm. Und wenn du dann meditierst und das oder wenn du dich besinnst oder Trancen machst, ne, in der Traumaarbeit nennt man das ja Trancen. Mittlerweile darf man meditieren sagen. Ne? Okay. Das ist mittlerweile en vogue, das durfte man damals auch nicht. Okay. Und dann kannst du nach oben steigen durch diese Energien, die dann frei werden in dir, in Bewusstseinsarbeit. Und dann kannst du dir eigentlich in einer neuen Form der Sexualität begegnen. Das ist der Liebesraum. Ah, okay. Und damit haben die das auf einmal verstanden. Mhm. Und dann habe ich Online-Kurse gemacht zu diesem Thema, ne, Webinare, Online-Kurse. Und dann habe ich durch meine lieben Mitteamer und so weiter, bin ich dann getreten worden. Schreibst du jetzt dein Buch, Katharina? Jetzt, wann schreibst du denn jetzt endlich mal dein Buch? Ne? Und dann habe ich mein Buch geschrieben, aber ich bin ja mit meinem Idee, Trauma zu verbinden in der Weiterbildung mit Paararbeit, bei sämtlichen Fachverbänden rausgeflogen. Okay. Ich bin überall, habe ich geklopft, überall, wirklich, sämtliche Fachverbände durch. Okay. Alle haben gesagt, ist nicht wichtig, das interessiert keinen, das ist ein Nischenthema. Eine aus einer Weiterbildungsvorstandsetage, die hat sogar gesagt, aus einem Therapieverband, sowas Kriegstraumatisierung und Partnerschaft hat es in meinen 30 Jahren noch nie gegeben.
Da hat dann der Kollege daneben auch sich die Haare gerauft. Aber dann bin ich wieder nach Hause gefahren und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich das alleine und dann habe ich das Buch angefangen zu schreiben. In der Zwischenzeit bin ich halber blind geworden. Ne? Ich habe dann fast mein Augenlicht verloren auf der einen Seite. Okay. Ja, das war nicht so toll. Aber ich habe trotzdem einfach weitergeschrieben. Ich denke, es hat einen Grund. Ich denke, es hat einfach einen Grund, warum ich das dann gekriegt habe mit dem Auge. Ne? Weil, es war, guck mal, das Tabu von meinen Eltern, du darfst das nicht aufmachen. Das Tabu von allen Fachverbänden, du darfst das nicht aufmachen, das Thema. Es hat nichts mit die Paare, interessiert keinen. Ich bin ja sogar beschimpft worden. Frau Klees, tut uns furchtbar leid, aber bitte, da ist die Tür. Ne? Und ich habe wirklich Angst gehabt, als mein Buch rauskam. Ich habe Angst gehabt, ne? Theresa weiß das noch. Und die haben mich durchgetragen, eigentlich kann ich sagen, mein Team hat mich durchgetragen. Ne? Schön. Ja, es ist wichtig für mich. Okay. Und dann ist was passiert, ich ehre Michaela Huber seit Jahren. Ne? Die hat das erste Buch geschrieben über Persönlichkeitsspaltung. Ne? Ich denke, ich hatte das früher mal. Und dann rief die mich an und sagt, Katharina Klees, oder dürfen wir Katharina sagen, ich bin die Michaela, darf ich das Vorwort von dir schreiben? Ich bin ja fast hin und runter gefallen. Das ist sehr schön. Ja, also es war für mich wirklich ein Akt von Angst. Ich habe so eine Angst gehabt, als das Buch und der Jungfermann Verlag, die haben mich ja dann auch angenommen. Ich habe das hingeschrieben, denn das Manuskript, zang, haben die das genommen. Super. Das ist auch nicht normal. Ne? Und dann ist es auf einmal wie eine Welle über mich drüber, dass ich ja dann erstmal damit leben musste, wie bekannt das geworden ist. Ne? Damit habe ich ja 0, 0, 0 gerechnet. Dann haben die Paare und die Therapeuten und zuhauf. Und irgendwann habe ich auf dem Bindungskongress bei Karl-Heinz Brisch über das Buch gesprochen und habe nachher erfahren, die Leute hätten gestanden und hätten geklatscht. Das kriegst du von oben ja gar nicht mit. Ne? Und haben geweint und sind alle raus und haben das Buch gekauft, damit sie noch eins kriegen und so. Das war so der Höhepunkt. Sehr schön. Also. Ja. Und dann haben wir irgendwann so viel Geld verdient oder ich habe mit meinem Team so viel Geld verdient, dass so viel übrig geblieben ist, dass wir gesagt haben, und jetzt gründen wir diese Stiftung, damit wir eben alleine unseren Weg gehen können. Ne? Wenn das die Fachverbände da nicht mitgehen, ich hatte mir das immer gewünscht. Irgendein Verband, der mit mir das groß macht. Dann machen wir es halt jetzt alleine groß. Da sind wir gerade da. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Und jetzt kommst du zu mir. Ja, so. Ja, genau. Und ich bin noch mal weiter neugierig, wenn du... Wie arbeitet ihr denn? Also die Paare kommen, die sind ja meistens dann auch relativ verzweifelt wahrscheinlich, weil vorher setzt man sich ja auch nicht in Bewegung. Ja, oft. Menschliche Natur setzt sich halt in Bewegung, wenn es anfängt, mehr weh zu tun, als man es aushält. Genau. Und wie arbeitet ihr denn? Was so da? Ja, ich habe ja dann erzählen? Dieses Konzept entwickelt. Ne? Ja, das dann steht ja auch in doch was Buch. Von dem Konzept. Nicht alle haben das Buch gelesen. Das kommt dann. Ja, genau. Als erstes mache ich immer eine Streitskizze. Das heißt, die Paare kommen und erzählen mir ihr Problem. Ich sage, das brauchen wir nicht. Ich habe es gehört, brauchen wir aber jetzt. Dann tun wir mal die Seite. Und jetzt gucken wir mal, wie ihr miteinander umgeht. Und dann male ich die Streitskizze oder das Paar malt eine Streitskizze und dann gucken wir, wie gehen die miteinander um. Und du kannst ja sagen, das, was sie da miteinander tun, ist ja schon 1:1 genau das, was sie erlebt haben in ihrer Kindheit. Und als zweites mache ich dann dieses Emotionsskript mit den 7 Bildern. Und daraufhin mache ich dann nach dem Konzept der 4 inneren Anteile, mache ich dann einen Beziehungssatz. Und dieser Beziehungssatz ist immer, die Paare sagen immer so Worte wie, passt wie Faust aufs Auge, das ist das Halleluja unserer Partnerschaft. Wenn wir das mal vorher gewusst hätten, dann hätten wir nie woanders eine Paartherapie gemacht. Und die paar Therapeuten, die damit arbeiten, die haben genau die gleichen Erfahrungen wie ich, weil es ist ja einfach ein Schema, das streckst du nur ein nach einem bestimmten Schema, diese Beziehungssätze, und schon hast du genau das Beziehungstrauma, was die in ihrer Partnerschaft wiederholen, kann man den Paaren dann sagen, ne, das wird, ne, das in Ruhe. Der Schatten geht zum Partner, also der Schattenanteil zum Beispiel, deine Wut, ne? Viele hauen ja ihre Wut raus. Ich komme wütend zu meinem Partner und der Papa hat immer gesagt, jetzt reiß dich mal zusammen zum Beispiel. Ich komme wütend zu meinem Partner und sage ihm, jetzt reiß dich mal zusammen, nur damit er nicht merkt, wie verzweifelt und traurig ich bin. Das ist das, was ich wegsperre. Und das passt immer.
Ich glaube, ich hatte mal einen Mann, der gesagt hat, das passt nicht, aber dann haben wir gegraben. Es passt immer sofort. Also es passt in dem Sinne, dass das, was ich, also wie ich auf meine Partnerin oder auf meinen Partner zugehe, dass das eigentlich die Wiederholung dessen ist, was die Botschaft mal an mich war als Kind. Die richten entweder die Botschaft, meistens richten sie die Botschaft an den Partner oder die Partnerin, reißt sich zusammen zum Beispiel. Oder sie richten es immer noch gegen sich selber. Ich muss mich aber jetzt mal zusammenreißen. Und das bringt ja beides Probleme. Und das verhandeln die dann ewig in ihren Partnerschaften. Also eigentlich ist der, wie du sagst, immer der Fuß auf der Kellertür. Und dann habe nicht ich den Fuß auf der Kellertür, weil ich bin dann nicht der Doofe, sondern du hast immer den Fuß auf der Kellertür. Ne? Sag mal, hast du so wohl noch alle? Und das verhandeln die dann miteinander. Und dann machen wir auch die vier inneren Anteile, wenn die das möchten. Also wo wir dann dem Drachen einen Namen geben oder dem inneren Kritiker, dem inneren Urteil einen Namen oder eine Gestalt geben. Und dem inneren Kind auch und all das. Und daraus kann man dann nochmal Beziehungssätze machen, die noch sehr viel prägnanter sind. Und ganz am Ende machen wir immer das strukturierte Beziehungsgespräch, dass sie lernen anhand der Werte aus dem limbischen System, was ja innerhalb von Sekunden weiß, was das Richtige ist, dass wir das am Trauma vorbeilotsen, ne, diesen inneren Wert, und dass wir damit Abstimmungen machen. Und Wie dadurch, macht ihr das, das vorbeizulotsen? ich habe viele Jahre zusammengearbeitet mit dem Richard Graf, einem Kollegen aus damals in Nürnberg, der ist jetzt in Frankfurt, der hat auch das Buch darüber geschrieben, über diese spezielle Arbeit. Das ist ein hirnphysiologischer Ansatz, wie wir es schaffen, ins limbische System zu kommen, auch wenn dort ein Trauma sitzt. Weil das Trauma sitzt ja drauf wie so jemand auf so einer Leitung. Aber wir schaffen es dran vorbei mit dieser Resonanzskala. Da hat er mehrere mit Damasio und diese ganzen Libet-Experiment, das ist alles hochwissenschaftlich auf einer Skala. Und dann frage ich immer, wie stimmig ist es? Eins ist Keller, also da, wo der Drache ist, und 10 ist Himmel. Und wenn die ganz schnell antworten, dann haben wir ruckzuck dann auch da ist die Skala, danke Therese. Na, so sieht die Skala aus. Die ist jetzt angegliedert an das Traumahaus, das heißt Einmal in die unten Kamera. in die Kamera. Unten ist der Drache, ne, vom Traumahaus. Stück runter. Yes. Das ist dann grausam. Ne? Wenn zum Beispiel eine 1 oder 2, das hat auch gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ein Trauma drin hängt, wenn die zwischen 1 und 2 waren mit ihren Emotionen. Okay. Und dann, das ist das Kinderzimmer, ne, zwischen 3, 4 und 5. Und hier haben wir das die vier inneren Anteile. Da geht es dann schon höher in der Reflexionsebene, neue Beziehungswerte. Und hier ist dann die Liebe. Das ist ein Ausdruck, ein Zeichen für die Liebe. Okay. Wir haben da auch Armbänder mittlerweile. Dann können die Paare sich besser daran erinnern. Und mit dieser Skala wird dann nicht mit Argumenten, ne, weil die Argumente kommen ja, weil du immer den Fuß auf der Tür hältst. Sondern wie stimmig ist es denn, wessen Fuß das ist? Wie stimmig ist es, dass es dein Fuß ist, der draufsteht? Und das limbische System ist einfach viel schneller. Wissen wir ja. Nur schnelles Denken, langsames Denken gibt es Bücher zu. Und das ist der Ansatz, den ich eben für über viele Jahre entwickelt habe, mit dem Richard zusammen. Und er macht es für Unternehmen und ich mache es für Paare. Ne, und das hilft den Paaren. Also man kann gar nicht sagen, was ist das Beste von allen. Viele Paare sagen oft, das ist das Beste von allen, dass sie mit dieser Skala dann antworten können. Also sie lernen quasi zu erkennen, von wo sie antworten. Oder wie Richtig, darf ich mir das vorstellen? richtig, genau. Also Reptiliengehirn wollen wir ja nicht, ne? Genau. Da wird ja nur gestritten. Wir wollen auch nicht den Präfrontalkortex, der immer sagt, ja, weil du ja mit deinem Fuß auf deinem, der bedürft, so sowieso diese ganze naive Traumatheorie, die sich ja um dieses Trauma drumherum ranken, wollen wir ja auch nicht. Sondern wir wollen ja das haben, was aus dem Emotionssystem herausschießt als Wahrhaftigkeit. Und aus diesem heraus das Armband, genau. Das nehmen die dann mit nach Hause. Ne, da sage ich, dann könnt ihr das hier, Dami, schenke ich dir. Oh, danke. Und ich sage immer, irgendwann werdet ihr jemanden finden, der hat das auch rum. Dann wisst ihr Wie Bescheid. süß die Partnerbörse. Okay. Genau. Und die Paare nehmen das sehr gerne mit und wenn die dann in die Therapie kommen, dann haben die das um. Ne? Das finde ich total schön. Okay, sehr schön. Ne? Dass man sich daran erinnert, weil das ist die Erinnerung an die Resonanzskala. Okay, das heißt, ich versuche einfach immer zu schauen,
Also eigentlich arbeitest du auch mit einer Pause zwischen Reiz und Reaktion. Das müssen sie lernen, dass sie nicht immer raushauen von unten, dass sie den ersten Impuls, also wenn ich es richtig verstanden habe, den ersten Impuls, der aus dem Traumazentrum kommt und eigentlich sich wehren will, sondern ich muss einmal kurz innehalten und gucken, von wo antworte ich auch. Ist das richtig? Habe ich es richtig Nee, verstanden? das stimmt nicht ganz. Okay. Ich erkläre dir das. Ich versuche mir dir Bitte. das mit Ja, kurzen gerne. Worten zu Ja, erklären. Es gibt ein auch in extra, lang. Diese anderen wollen das auch hören. ja, es gibt ein extra Video nur über die Resonanzskala. Okay. Und zwar, wir haben ein System in unserem Gehirn, das ist das limbische System. Mhm. Das limbische System ist ein automatisiertes System. Wir haben im limbischen System die Amygdala, die entscheidet, ist das gefährlich? Und wir haben im limbischen System oder zwischen limbischem System und bewusstseinsfähigem Gehirn haben wir den Thalamus. Und der Thalamus ist derjenige, der entscheidet, mit der Amygdala gemeinsam, lassen wir das ins Bewusstsein oder lieber nicht, wenn es zu gefährlich ist. Trauma ist ja oft zu gefährlich, deswegen geht es nicht ins Bewusstsein. Oft. So kann man ja auch gut erklären, warum viele Menschen das Trauma wieder vergessen. Weil der Thalamus gesagt hat, können wir nicht mitleben, weg damit. Und das limbische System ist trotzdem dort ein Trauma gespeichert ist, weil Routinen werden auch im limbischen System gespeichert. Ne? Das hier ist limbisch. Ne? Das ist limbisch. Das ist nicht limbisch. Da müssen wir erstmal nachdenken. Ne? Und wir wollen diese Automatismen raushaben aus dem limbischen System. Das heißt, nee, anders ausgedrückt, wir wollen die Automatismen eben nicht abfragen. Ein Trauma ist ja ein gespeicherter Automatismus. Genau, deswegen sage Nochmal. ich, das ist eine Pause zwischen Reiz und Reaktion. Ich muss einen Moment innehalten, ob ich den automatisierten Weg gehe Ja, oder ob ich das ist der Automatismus, richtig, das genau, und das ist Trauma. genau. Und ich muss Ne? eine Sekunde hier, habe ich die Pause zwischen Reiz, so bezeichne ich Genau. das. Hier habe ich kurz die Pause zwischen Reiz und Reaktion. Aber du sprichst schon von dieser einen Sekunde und wie Ja, ich rede genau. von Ich den muss Minuten. einmal kurz umdenken, mache ich das jetzt so wie immer oder mache ich es anders? Aber diese Pause brauche ich, damit ich nicht in den automatisierten Weg laufe. Jetzt erkläre ich dir das andere. Ja, Jetzt erkläre ich okay. dir das andere. Und zwar, es gibt mehrere Experimente, zum Beispiel das Libet-Experiment. Das ist total interessant. Das heißt, wenn ein Mensch, wenn du dem hier die Hände hinlegst und der soll Ja-Nein drücken und der wird hier verkabelt, hier, ne? Da ist ja, und da ist der Finger, der Ja-Nein drückt und hier ist zuerst. Ne? Das heißt, bevor du hebst, ist hier zuerst der Reiz, ne? Zank. Genau. Und dann hat man den Menschen verkabelt. Hier kannst du drücken, da kannst du drücken, hier ist der Reiz. Ist total wesentlich. Und dann hast du auch noch den Präfrontalkortex, der entscheidet, drücke ich ja oder drücke ich nein. Ne? Die müssen ja erstmal zum Beispiel, ist heute Mittwoch. Ja? Das heißt, jetzt musst du entscheiden, wo drückst du ja oder drückst du nein. Da muss die Frage aber erst oben angekommen Auf sein. jeden Fall. Ist heute Mittwoch? Dann würdest du sagen, okay, Mittwoch. Drückst du auf Mittwoch? Es ist aber so, dass der Reiz, du kannst ja selber überlegen, was passiert zuerst? Dieses hier oder hier oben kommt das an? Rate. Naja, ich würde natürlich sagen, oben muss es erstmal irgendwo durchkommen. Ganz genau. Und das ist falsch. Ah, okay. Das Das heißt, hat der Liebe tra der Finger weiß es, bevor mein Hirn es weiß. Richtig. Okay. Das heißt, der Finger drückt schon, bevor die Frage hier oben angekommen ist. Okay, das ist der kurze Weg. Das ist das kurze Denken. Okay. Ja, das heißt, der Finger weiß schon, dass heute Mittwoch ist, bevor im Kopf die Frage angekommen ist, ist heute Mittwoch. Nach einer Sekunde kommt oben die Frage an, ist heute Mittwoch, und nach 0,3 Sekunden hast du schon längst gedrückt. Okay, ja, das macht Sinn. Ja. Kann man nachlesen, Ja, das steht im nee, Internet. es macht auch Sinn. Also das ich muss nur neu Und ordnen. wir wollen mit dem Resonanzskala, wollen wir aus dem limbischen System heraus diese 0,3 Sekunden haben. Okay. Und die geht, das finde ich total spannend, weil die geht dann quasi an den Am Trauma Traumamechanismen vorbei. und an der naiven Traumatheorie, weil die naive Traumatheorie hängt ja im Präfrontalkortex. Das darfst du nicht verraten, das darfst du niemandem sagen. Reiß dich doch jetzt mal zusammen. Was soll denn die Mama denken, wenn sie jetzt erfährt? Und wenn ich dich missbrauche und du verrätst es nicht, dann sonst missbrauche ich noch deine Schwester. Ne, so Sachen, da kommen ja alles da im Hirn, kommt das ja im Kind an. Aber das Kind kriegt ja innerhalb von 0,3 Sekunden mit, dass das alles gar nicht stimmt. Ne, aber es vertraut dem ja nicht. Ne, es vertraut ja nicht seiner Wahrnehmung, dass der Papa eigentlich gemein ist. Das Kind spürt es aber. Der Papa sagt, ich bin nicht gemein, du findest das auch schön. Ne?
Und das ist dann die naive Theorie. Ich finde das auch schön. Okay. Und da wollen wir ja dran vorbeifragen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Und dann dieses, wie stimmig war es, dass du, wie stimmig hat sich das für dich angefühlt, dass dein Papa sagt, ich finde das schön und du fandest es nicht schön. Wie stimmig ist es für dich, wie es du fandest? Okay. Eins ist Keller, zehn jetzt ist Himmel. Jetzt habe ich es verstanden. Und dann sagt die Frau, eins. Sag also. Ne? Da musst du dem trauen. Und da wollen wir hin, dass du dem traust, was drinnen in dir lebt. Und das bildet die Resonanzskala ab. Okay. Ja, sehr, sehr, sehr spannend, weil das ist ja ein Riesenthema quasi von wo agiere ich? So, und wie kann ich, oder wie kannst du, wie bringst du Paaren quasi bei, das sozusagen sauber zu erkennen, von wo ich agiere? Weil ich kann ja auch sagen, das war jetzt spontan und das ist sozusagen im grünen Bereich, aber ich kriege gar nicht mit, dass es eigentlich aus dem roten Bereich ist. Wie bringst du, das ist ja wahrscheinlich eine wichtige Unterscheidung, die sie lernen müssen im Umgang miteinander. Ja, ja. Wie vermittelst du das? Ja, ich vermittle das ein bisschen anders, als du das erklärst. Das heißt, die Frage, die du stellst, habe ich schon ein bisschen anders. Mhm. Das heißt, ich sage erst, hört auf zu streiten. Mhm. Weil wenn Guter ihr streitet, Plan. Dann geht der über den Stress, geht das Stresslevel hoch. Wenn das Stresslevel hochgeht, dann triggert das die Emotionen triggern das Trauma durch das Trauma und so weiter. Dann ist das wie so ein Kreislauf. Und Reflexionsvermögen nimmt lässt rapide nach, ab. Die Broca-Region schaltet sich ab und all das. Mhm. Ne? Und das erkläre ich den Paaren. Ich habe extra ein Video gemacht, um das nicht 100-mal zu erklären. Und dann sage ich, wenn ihr aufgehört habt zu streiten, dann kommen ja trotzdem die Gefühle hoch. Mhm. Dann bringe ich den Paaren bei, dass sie eine Beruhigungsübung machen sollen. Mhm. Ne, dass sie wirklich die Trigger, wenn sie kommen, beruhigen und dass sie die nicht an den Partner bringen. Mhm. Geht mit euren Triggern nicht zum Partner. Mhm. Redet nicht mehr über Probleme. Mhm. Redet nicht mehr über das, was euch am Partner stört. Mhm. Ne, macht das nicht mehr. Ja, und dann sag langsam, ganz langsam. Und dann sage ich Ihnen, dann gucken wir ja die Beziehungsdynamik an. Das heißt, wenn Sie wissen, dass sich eigentlich nur das Trauma wiederholt im Streit, also Sie wollen ja die Aufdeckung des Traumas im Streit verhindern. Mhm. Ne, Sie wollen ja verhindern, dass der Partner durch seinen Finger zeigt, das Trauma aufdeckt. Deswegen streiten die Paare ja, okay. Um das Trauma zu schützen. Mhm. Und wenn wir damit aufhören, mit dem Streiten, dann kann das Trauma aufgehen, dann müssen wir es aber selber beruhigen. Mhm. Wenn ich es beruhigt habe, wenn ich es zu mir nehme, ich nehme es zu mir, es ist mein Fuß auf der Tür und nicht deiner, dann kommt viel Ruhe rein. Also die Paare sind oft sehr schnell, sehr ruhig, innerhalb kürzester Zeit, wenn sie nicht mehr streiten und wenn sie schaffen, das zu sich zu nehmen. Mhm. Da gibt es spezielle Übungen, Triggerübungen, Schmetterlings-EMDR für Kinder machen die dann, ne, so dieses Tappen. Mhm. Ne? Genau. Und danach sage ich so, und jetzt müssen wir ja auch Themen lösen, weil ihr müsst ja euch miteinander auseinandersetzen, damit das Trauma nicht reinhaut, ob wir jetzt den Urlaub hier oder dort machen oder ob wir ein Kind kriegen, ja oder nein. Wenn das Trauma immer wieder dazwischen haut, kriegen wir keine stimmige Entscheidung hin. Und das, dann erkläre ich Ihnen, dass Sie nach Möglichkeit, wenn Sie beruhigt sind, wenn Sie nicht mehr streiten, wenn Sie nicht mehr triggern, das dauert natürlich, bis du deinen Trigger, man triggert ja immer noch, ne? Aber dass du diesen Trigger nicht zum Partner trägst. Aus dem Trigger heraus, mein Mann macht das mittlerweile auch, obwohl er das alles gar nicht kennt. Wenn der triggert, dann macht er nichts. Dann sagt er, du lass mich mal, ich warte, lass mir Zeit. Und danach, wenn der Trigger raus ist, der braucht ja nicht lange, ne? Das sind ja so 17 Minuten, dann hat er ja fertig, der Trigger, normalerweise 17 bis 15 Minuten, so 20 spätestens ist es rum. Es sei denn, du streitest, dann wird es länger. Ne? Mhm. Und wenn das fertig ist, dann bist du wieder frei, eben diese schnellen Antworten zu geben, wie stimmig ist es, dass du, ne? Eins ist, also wie stimmig ist es, dass wir in Italien Urlaub machen? Die Frau ist gegen Italien, sagt die zwei. Okay. Dann kommen so nach und nach immer mehr Vorschläge, die vorher sammeln. Und dann wird sich nicht mehr darüber unterhalten, sondern nur noch in dieser Stimmigkeitsskala gearbeitet. Okay. So ungefähr bringe ich das dann in den Paaren bei. Okay. Okay, spannend. Das heißt, du hast eigentlich auch, also ich arbeite ja viel mit Selbstregulation, das ist so zu meinem Thema, aber das, da baust kommt du das eigentlich drin. Ein, ja, ja, dass sie sich eben überhaupt regulieren lernen, damit sie überhaupt auf einer anderen Ebene dann wieder kommunizieren können. Und wenn sie sich nicht regulieren können, dann sollen sie nicht zum Partner gehen. Guter Plan. Na, weil du ja dann in der Aufregung bist, dann bist du noch
aufgebracht und dann denkst du, das muss ich jetzt aber mal sagen. Mhm. Und dann, ich sage immer gerne, du hängst ja dann dein Handtuch, ne? Du bist ja, das ist die Aufregung. Oh, ich bin so aufgeregt, ne? Mhm. Wo ist ein Haken, ne? Wo, ne? Und dann hast du den Partner und dann ist erst gewesen. Auf jeden Fall. Ne? Dann ist erst gewesen und dann geht das los. Mhm. Aber dann hast du das Handtuch, also das Trauma, nicht zu dir genommen, sondern du hast es dem Partner an den Hals gehangen. Mhm. Und der wehrt sich dann natürlich. Mhm. Ne? So ungefähr versuche ich das zu erklären. Ja, und die Paare, die verstehen das dann. Ja, spannend, 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 sehr spannend. Und ja, wie lange brauchen Leute, dass sie das mehr oder minder damit arbeiten können, auch zu Hause? Es ist unterschiedlich. Es gibt Paare, die wohnen hier in der Gegend, die kommen dann alle 14 Tage für 2 Stunden. Ich habe das Gefühl, die brauchen länger. Mhm. Und es gibt Paare, die kommen für 10 Stunden und übernachten dann hier in der Gegend. Mhm. Die haben das eigentlich in den 10 Stunden Intus. Okay. Ne? Und dann verändert sich einfach in der Kommunikation ganz viel, nehme ich mal so an. Sie haben das Konzept begriffen. Die haben begriffen, um was es geht. Also dann erreicht mich ja auch immer mal eine Information von den Paaren oder ich höre es ja auch von den anderen Paartherapeuten, denen ich das beibringe, dass das eigentlich dann innerhalb kürzester Zeit, dass sie das verstanden haben. Dieser Prozess, wenn man triggert, nicht zum Partner zu gehen, regelmäßig strukturierte Beziehungsgespräche zu führen über Themen, die geklärt werden müssen, das dauert dann schon mal etwas länger. Das kann dann auch immer noch mal heute passieren, dass man vergessen hat, über ein bestimmtes Thema ein strukturiertes Beziehungsgespräch zu führen. Was ist ein strukturiertes Beziehungsgespräch? Das ist diese Abstimmung über diese Resonanzskala. Ach so, okay. Das heißt, wir finden eine gute Regelung für dieses und jenes Thema, mit dem wir uns beide gut fühlen. Und dann wird erstmal gewürdigt und danach werden Lösungsvorschläge aufgeschrieben, die dann nur noch mit der Resonanzskala abgestimmt werden. Mhm, okay. Und viele Paare nehmen sich für sowas eigentlich keine Zeit und dann wird es wieder schwierig miteinander. Mhm. Die kommen dann auch nochmal. Ich sage, wann war euer letztes strukturiertes Beziehungsgespräch? Da habt ihr jetzt eine Menge Geld für bezahlt, damit ich euch diese Frage stelle. Ne? Und dann gehen sie wieder nach Hause und dann läuft es auch wieder. Mm, okay. Aber nicht alle Paare schaffen das. Es gibt ja auch Paare, die eigentlich dann wirklich eine Trauma-Intervention, also ich sage immer, die traumasensible Paartherapie ist keine Traumatherapie. Ja, das habe ich begriffen. Ne? Das ist keine Traumaaufarbeitung, sondern das Paar soll innerhalb kürzester Zeit lernen, trotz Trauma miteinander eine gute Partnerschaft zu leben. Und ich finde es auch wesentlich, dass der Partner bei der Traumaaufarbeitung einfach tröstend dabei sein kann. Ne? Weil ich mache ja auch Einzeltherapie, also Traumaaufarbeitung, aber ich möchte dann immer gerne, dass der Partner dabei ist. Ich fand das ganz spannend, weil ich am Anfang das auch noch Klienten angeboten habe, dass einfach jemand dabei ist oder Partner, Partnerin dabei ist. Und ganz viele haben gesagt, das wollen sie nicht, das ist ihnen zu intim. Und das habe ich gesagt, ja, aber das ist doch die Person, mit der du das eigentlich am intimsten teilen solltest. Aber es fällt vielen total schwer, da das sich so offen zu legen. Ja, so. ja. Aber ich bin ja bekannt als Paartherapeutin. Auf meiner Website steht ja Paartherapie drauf. Da steht ja gar nichts anderes drauf. Das heißt, die Paartherapeuten, die dann zu mir kommen oder üben oder machen oder tun, die haben dann immer noch 1000 andere Sachen draufstehen, was sie noch alles machen. Ich glaube, dass Menschen mit Paarproblemen da auch drauf achten, ob so auf einer Website wirklich draufsteht, ich bin Spezialistin für Paare. Oder ob da draufsteht, ich mache Reiki, ich mache sowieso, ich mache dies, ich mache jenes, ich mache solches. Das verwirrt die Menschen dann. Das glaube ich auch. Ich habe bei dem David Schnarch auch vieles gelernt. Ich habe Workshops bei ihm gemacht und der hatte, also nicht alles logisch, ne, sondern es war eine Station in meinem Leben. Und der hat mal gesagt, Paartherapeutin zu sein, ist eine Lebensphilosophie. Und wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man ein bestimmtes Leben leben. Und das war mir damals klar und so mache ich das dann auch. Das heißt, ich habe mich nur auf diesen Weg. Das ist mein Weg. Ich mache nichts anderes. Ne, ab und an kommt nochmal so eine Versuchung von der Seite und dann entscheide ich mich aktiv dagegen. Also ich mache nur Arbeit mit Paaren und nur Paare und Trauma. Beim Frühstück hast du noch gesagt, da haben wir uns ja kurz vorunterhalten, dass das Thema quasi mit toxischen Beziehung einfach auch ein großes Thema. Also ich glaube, das ist für viele ein Thema. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu sagen. Also sehr viele Paare, die kommen, weil die kommen ja wirklich von ganz weit her. Ne? Das ist ja nicht hier die Umgebung, wo die herkommen, sondern aus ganz Deutschland oder auch aus anderen Ländern, wo die Deutsch sprechen. Ich kann keine andere Sprache. Ich kann Englisch, aber ist egal. Und viele Paare haben
Eine schwere, komplexe posttraumatische Belastungsstörung oder auch eine Borderline-Störung. Mhm. Ne? Und, oder auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder bringe den Partner mit, der eine narzisstische Störung oder auch eine Borderline-Störung hat. Der wird ja dann mitgeschliffen. Ne? Und da ist es sehr schwer zu arbeiten. Und ich habe schon bei meiner damaligen Therapie viel Ausbildung, auch viel mit Borderline zu tun gehabt und habe dann meine Abschlussarbeit über Borderline geschrieben. Und mich faszinieren diese Menschen, weil sie meistens sehr charismatische Persönlichkeiten sind, sehr kreative Menschen, sehr faszinierende Persönlichkeiten. Und ich habe mich intensiv mit Borderline-Therapie beschäftigt und es gibt nichts für Paare. Ne? Also ich habe bis jetzt nichts gefunden. Ich habe jetzt gehört, die EFT macht jetzt wohl Borderline-Therapie auch noch, gibt es demnächst was. Aber ich selber kenne das nicht, ich habe da nichts und ich muss ja mit diesen Paaren arbeiten und die haben es, also die kommen ja, ne? Und die haben es extrem schwer und die können kaum aufhören zu streiten, weil die sind ja ganz anders strukturiert in ihrer Persönlichkeit, die müssen ja mit so Widersprüchen zurechtkommen. Ne? Also dass die Mutter sich freut, wenn das Kind leidet, ne? Ist so. Die leben ja mit sowas. Ne? Die kriegen ja, die Menschen kriegen ja Freude, wenn jemand anders leidet. Umso stärker sie leiden, umso größer ist die Freude. Das ist für ein Kind, das kriegt es ja nicht ins Hirn. Wie kann denn Freude am Leid eines anderen Menschen? Das geht ja nicht. Oder das Kind freut sich, ne? Oh, die Mutter fängt an zu leiden. Das versteht ein Kind nicht. Und das ist ja nur ein Beispiel. Das heißt, oder das Kind sagt, Mama, ich hätte gern was. Ne? Da habe ich eine Klientin, da kriegt die Finger gebrochen, ne? Wenn die gern was hätte. Und das ist so widersprüchlich und das kann ein Mensch nicht verkraften und dann bricht die Psyche. Die Psyche spaltet sich, ne, damit du das verkraftest. Hier kommt die gute Mama rein, da kommt die böse Mama rein, da kommt das böse Mädchen rein, das gute Mädchen. Das gute Mädchen passt ja nicht zur guten Mama. Das passt ja nicht. Das gute Mädchen ist immer nur dann gut, wenn es der Mama nach dem Mund redet. Ne, das Mädchen ist ein böses Mädchen. Wenn es alles tut, was es glaubt und denkt, dann ist es ein böses Mädchen, da kriegt es Prügel. Und das verkraften diese Menschen nicht und dann bricht das in der Psyche. Und dann musst du das wieder zusammenbringen und du musst es vor allen Dingen dem Partner erklären können, warum der Mensch so widersprüchlich ist. Du bist nett, ne, der Partner ist nett und plötzlich kriegt sie einen Tobsuchtsanfall. Dabei war er doch nur nett. Und dafür muss man was anderes entwickeln und da sind wir gerade dran. Wollen wir jetzt gucken, dass wir eine spezielle Borderline-Therapie so entwickeln, dass man sie auch, also ich mache es ja seit Jahren, ne, das zu erklären, wie das zusammenhängt. Das mache ich dann viel mit den Schleichtierchen, ne, mit dem Drachen und den Monstern und den Mama, also die kleinen Püppchen von der Mutter und dem Kind. Und so versuche ich das den Klienten zu erklären. Und mit Bildern und allem. Aber das muss ich noch systematisieren, dass man es den Therapeuten dann beibringen kann. Dass sie Tools haben. Ne? So erstens, zweitens, drittens. Das sind wir gerade. Spannend. Das ist spannend. Ja, das finde ich. Was macht denn eine toxische Beziehung aus? Das, ich glaube, darüber, da gibt es viel Halbwissen. So, ja. Was ist eigentlich eine toxische Beziehung? Ja, eine toxische Beziehung ist aus meiner Begriff ein umgangssprachlicher Ausdruck für eine Beziehung mit einem Borderliner oder einem Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung. Ne, narzisstisch oder was auch immer, was es da für Persönlichkeitsstörungen gibt. Okay. Und das sind ja meistens Menschen, der toxische Partner, der ja die Beziehung vergiftet, das ist ja der Böse, es wird ja oft so dargestellt, ne, ist ja eigentlich ein Mensch mit einer Traumafolgestörung. Und wenn du dem nicht Liebe und Güte und Verständnis entgegenbringst oder wenn der Therapeut sagt, du musst dich von dem trennen, der vergiftet dich, klar kann das manchmal der Ausweg sein, aber die Menschen lieben ja diesen Menschen. Die lieben ja den, von dem sie zum Teil dann auch ausgebeutet werden. Ne? Betrogen, hintergangen, Geld genommen, ne? Heirat vorgetäuscht, die dann doch nicht stattfindet, all das ist ja. Die lieben sich ja dann trotzdem. Und für diese Menschen muss es ja auch was geben. Und das ist ja umgangssprachlich eigentlich eine toxische Beziehung. Dass der Mensch eigentlich eine traumabedingte Persönlichkeitsstörung hat. Was ich immer wieder gefragt werde, auch in Mails, ist, kann ich da als Partnerin oder als Partner, habe ich da überhaupt eine Chance quasi? Oder muss da eigentlich Therapie dazu?
Also viele haben ja dann das Gefühl, sie können die Person retten oder können die verändern. Ja, aber das oder ist ja so. die Co-Borderline-Störung, ne? Das ist ja die Co-Störung. Ja, das ist die Erklärung, die ich haben wollte. Also das ist einfach, weil das kommt wirklich immer wieder so als Frage, kann ich das leisten? Also kann ich die Person retten? Das ist ja, du hast deinen Fuß auf meiner Tür. Ne? Mhm. Oder wie auch immer. Ne? Das heißt, man gibt dem Partner eine Verantwortung. Du hast ja, du bist toxisch, du hast eine Störung, du hast Borderline und ich bin ja so arm, weil du ja so schlimm. Ja, oder ich rette dich. Oder ich rette dich. Ne? Das ist ja das Gleiche wie bei Alkoholikern. Ne? Wenn du eine Alkoholikerpartnerschaft lebst, dann bist du immer derjenige, der den Alkoholiker trägt. Genauso ist es, also mitmacht, ne? Also mitlebt. Ja. Ne? Nicht mitmachen, aber mitleben. Und die Menschen, die einen Partner lieben mit einer Borderline-Störung, haben oft in ihrer, oder eine Persönlichkeitsstörung, haben oft einen Elternteil gehabt, die diese Störung auch haben, aber die wollen das nicht wahrhaben. Weil nicht jeder, der eine Mutter oder einen Vater hatte mit einer Persönlichkeitsstörung, traumabedingt, es werden ja selber gestört, aber die suchen sich dann gerne jemanden, der die gleiche Störung hat. Und Menschen, die eine Co-Borderliner sind oder ein co-toxischer Mensch, wie auch immer, die können damit leben, dass der Partner einem immer permanent giftet. Ne? Das können die ja. Und das hat ja Gründe, dass sie das können. Das heißt, die haben das gelernt, die haben das geübt. Und oft wollen sie ja den Partner retten, weil sie die Mama und den Papa nicht retten konnten. Aber dahin zu schauen, wollen die nicht. Ne? Wenn ich sage, ja, aber wie war denn das früher? Ja, früher, ja, da mein Papa war so ähnlich. Er hat. Und dann sind sie ruckzuck wieder bei ihrem Partner. Das sind ja die Leute, die können ja schier über nichts anderes reden, als über den gestörten Partner. Mit denen kannst du über nichts anderes sprechen. Die sind immer nur beim Partner. Ne? Wenn du die dahin bringen willst, ne, das klappt eine Sekunde und dann sind die ruckzuck wieder, er hat, sie hat. Ne? Und wenn ich das dann versuche zu dahin zu bringen und sagen, gucken Sie mal, ich kann mit Ihnen ja, das ist ja verrückt, ne? Ich sage, Sie sind verrückt, ich meine das ja nicht böse, aber ich will mit Ihnen über Sie, oder hier sind Sie, ne? Hier, ich will mit Ihnen über Sie sprechen und Sie sind immer nur hier, da sind Sie doch verrückt, ne? Sie verrücken sich, ich sage, ich wollte doch mal über Sie sprechen. Dann sind die mir böse. Das möchten die nicht, die möchten lieber, dass der Partner der Schuldige ist. Das ist eigentlich ein Ausweichmanöver, um sich mit sich selber nicht auseinanderzusetzen. Aber da sind die sehr hartnäckig drinnen. Wir sind einfach alle sehr smart von diesen Teilen. Was? Wir sind da alle sehr smart, uns selber auszuweichen. Das ist entlasten, ne? Ja. Zu sagen, du bist schuld. Ne? Ja. Gut, mir geht's prima, du bist schuld. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es viele Bereiche gibt, außer wo wir das mehr machen als in Partnerschaften. Na? Dass du hast den Streit angefangen. Genau. Ich würde es nicht tun. Ja. Ich sage ja immer, es ist das Weil-Du-Drama. Ne? Das Weil-Du-Drama. Ja, das ist nicht so einfach. Das ist, da geht man sich ja selber immer wieder auf den Leim, also finde ich jedenfalls. Ja, gibt es noch irgendwas, was du der Welt mitteilen möchtest, sozusagen als Schlusswort? Was ich der Welt mitteilen möchte. Was du gerne noch sagen willst. Ich möchte gerne, glaube ich, das ist, was ich eigentlich allen vermitteln möchte, dass ein Mensch, der ein Trauma erlebt hat, sowas Ähnliches ist wie ein Diamant. Weil wenn du also die normalen Menschen sind für mich, nicht bös gemeint, ne? Ist ja nur eine Metapher, sind Steine. Aber Menschen, die einen extremen Druck ausgesetzt sind, ne, die werden Diamanten. Und ich glaube, dass die traumatisierten Menschen aufhören sollen, sich als beschädigt zu betrachten. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ne? Sehr schön. Vielen Dank. Ja, und die Therapie macht aus einem Diamanten einen Brillanten. Ah, ne? Noch schöner. Nicht zurück zum Stein, sondern man wird brillant. Sehr schön. Nein, bitte nicht. Sehr schön. Ja, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du gekommen bist. Ja, danke, Katharina.